Wir befinden uns hier in der Handelsschule KV in Basel und ich freue mich heute als Alumni von YES mit den Schülern von Hannes Tschäppeler die ersten Schritte zu einer richtigen Debatte zu wagen. Konkret heißt das, dass die Schüler sich zunächst spielerisch mit der Methode einer Debatte befassen werden. Nachdem die Regeln klar sind, werden sie sich an eine erste Schnupperdebatte wagen und ein wenig später das erste Mal eine lange Debatte zu einem politischen Thema absolvieren. Die Gründe, dass ich das Debattieren in mein Programm aufgenommen habe, sind, dass ich es wichtig finde, dass die Schüler eine politische Bildung bekommen, dass sie sehen, dass es sich lohnt, informiert zu sein und sie dadurch ihre Meinung besser vertreten können. Und auch, dass sie lernen, anderen zuzuhören und auch andere Meinungen zu akzeptieren. Ja. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der heutigen Debatte. Vergleicht man die Größe der Schweiz mit der Größe der USA, dann hat man in der Schweiz deutlich weniger lang, um einkaufen zu gehen. Und deshalb finde ich, man sollte die Arbeitszeiten verlängern, damit man das auch besser einplanen kann. Das Ziel von Jugend debattiert ist es eigentlich, drei Grundkompetenzen zu vermitteln. Einerseits sollen die Schüler lernen, sich klar und deutlich in der Sprache Deutsch auszudrücken. Andererseits wird auch ihre politische Bildung und die Fähigkeit, Informationen zu sammeln und sich eine Meinung zu bilden, gestärkt. Zu guter Letzt lernt man natürlich auch persönlich etwas aus der Erfahrung, vor Publikum zu stehen. Und die eine oder andere Person ist am Ende des Tages vielleicht ein wenig weniger ängstlich als zuvor. Von der heutigen Debattierstunde nehme ich vor allem mit, dass man keine Angst davor haben muss, Kontra zu vertreten, wenn man eigentlich pro ist. Ich fand es sehr interessant, in der heutigen Stunde einen Sachverhalt ganzheitlich anzuschauen und dann die verschiedenen Aspekte gegeneinander aufzuwägen und Argumente zu kreieren. Für mich war es das erste Mal Debattieren allgemein. Also wir haben das noch nicht in der Schule behandelt. Und darum war es sehr aufschlussreich, auch mit dem ganzen Ablauf und auf was man sonst noch achten muss. Ich nehme vor allem mit, dass man Debattieren nicht nur im Unterricht, sondern auch privat in der Freizeit macht, auch unbewusst. Und das hat mir sehr geholfen, hier ein paar Grundregeln zu lernen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Alumni hat mir sehr gut gefallen. Er ist sehr überzeugend aufgetreten und hat die Schüler zu fesseln vermocht. Und ich denke auch, dass sie jetzt motiviert sind, die ganze Debattierkunst noch weiter zu verfeinern. Ich wünsche euch gerne.